Rocky ist wieder da, wo er hingehört, am Boxring. Graziano Rocchigiani hat als Weltmeister im Supermittel- und Halbschwergewicht deutsche Boxgeschichte geschrieben. Nun ist er Trainer von Shefard Yusufi vom Münchner TMC-Boxstall, der immerhin auch schon Europameister ist. Wir haben schon vor, den Boxstall sozusagen aufzubauen, also mit mehreren Boxern, ist klar. Wir haben auch schon ein paar Talente gesichtet, die dann eventuell auch auf der Veranstaltung boxen und ich hoffe, dass es eine langfristige Sache ist. Seit Mai arbeiten der 27-jährige Shefard Yusufi und Graziano Rocchigiani zusammen. Während Rocky immer ein Freund offener Worte und für so manchen Skandal gut war, ist Shefard ein ruhiger Vertreter der Boxerzunft. Und dennoch funktioniert es zwischen dem Intro und dem Extrovertierten. Manchmal ziehen sich ja Gegensätze an und wie gesagt, bis jetzt habe ich mit ihm keine Probleme. Er ist sehr fleißig, versucht das uns umzusetzen, was ich ihm sage und das ist die Hauptsache zwischen Trainer und Boxer und ja, ich hoffe, er macht weiter so. Mit Rocky ist ein guter Training, er ist ein guter Trainer. Wir vorbereiten uns sehr gut, wir verstehen sehr gut und ich denke, mit Rocky wir schaffen, bis zum Weltmeister zu gelangen. In seiner Boxerkarriere und im Privatleben hat Graziano Rocchigiani viele Höhen und genauso viele Tiefen erlebt. Siege, Niederlagen, Millionen, Alkohol, Gefängnis. Der 53-Jährige ist immer wieder aufgestanden. Es ist nun mal so, es gibt nicht nur schöne Seiten, es gibt auch die schlechten Seiten und die muss man dann eben versuchen zu bekämpfen, so gut wie es geht. Und ja, das versuche ich zu machen und bin dabei jetzt mir wieder ein neues Standbein aufzubauen, ja, und hoffe, dass es klappt. Die Titel der kleinen Verbände WBA und PABA sowie die IBF-Europameisterschaft hat Shefard Yusufi bereits erkämpft. Am 8. Juli trifft der Lokalmatador auf den Peruaner David Cigara, der 31 seiner 32 Profikämpfe gewonnen hat. Nervös bin ich nicht so, aber natürlich respektiere ich jeden Gegner und natürlich ich weiß schon, was bedeutet, wenn ich WBO Intercontinental Boxen. Ich muss mehr konzentrieren, es sind 12 Runden. In München beginnt Rocky mal wieder einen neuen Lebensabschnitt. Der Berliner lebt sich langsam in Bayern ein. Ich brauche im Moment kein Maß Bier oder irgendeine andere alkoholische Sache. Ich konzentriere mich jetzt auf den 8.7. Ich wurde hier verpflichtet, damit auch Erfolg da sein könnte oder da sein wird. Und dafür bin ich hier angetreten und dafür stehe ich. Der Plan ist, Shefard Yusufi zu einem WM-Titelkampf zu führen. Der Münchner hat mit Boxlegende Graziano Rocchigiani einen Trainer an seiner Seite, der das Kämpfen gewohnt ist, im Boxring und im Leben.